Okay, bei dem Thema kann das nur eine Horrorstunde werden. Vielleicht ist sie heute einigermaßen vernünftig. Sandra? Hallo, Hirnmeier! Ich bin eine Pizza! Sicherlich fragen Sie sich jetzt, warum ich dort eben wie eine Pizza gelegen habe. Um ehrlich zu sein, bei dir wundert mich gar nichts mehr. Alle Boys mögen Pizza. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Boy reingekommen wäre und mich angeknabbert hätte. Sandra, bitte konzentrier dich jetzt. Wir haben heute ein wichtiges Thema vor uns. Der Herstellungsprozess von Käse in der französischen Schweiz? Nein, das heutige Thema lautet... Denk mal, Kunde. Wie bitte? Denk mal, Kunde. Wie bitte? Mal, Kunde. Wie bitte? Mein Kunde. Sexualkunde? So, nicht so laut, das muss ja nicht gleich jeder hören. Keine Sorge, Herr Meier, ich kenne mich da schon sehr gut aus. Um ehrlich zu sein, das bezweifle ich etwas. Ich bin Prof, was das angeht. Das glaube ich nicht. Wenn Sie mir in dem Fach hier eine 5 geben, dann trete ich Ihnen in die Klitoris. Und meine Vermutung hat sich gerade bestätigt. Ich werde Ihnen den Akt der menschlichen Fortpflanzung gerne erläutern. Gut, bitte mach es kurz. Das männliche Glied, unter den Experten auch Pipi-Mann genannt, dringt in den Kitzler bei der Frau ein. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, das ist leider nicht so ganz richtig, Sandra. Lassen Sie mich erst einmal erklären, Fragen sind dann später durchaus gestattet. Die abgesonderte Milch nistet sich in die Niere der Frau ein. 9 Wochen später bringt DHL dann ein Baby vorbei. Den Status der Bestellung kann man jederzeit über die Sendungsnummer verfolgen. Bam! In your face, Herr Meier! Wer zum Teufel hat dir so einen Quatsch erzählt? Anastasia und Sina? Aus der 7. Die Dicke und die Dünne? Sandra, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber die zwei haben dich total veräppelt. Ich wusste es! Traue keinem Mädchen, die weiße Stiefel tragen. Traue ihnen nicht! Okay, jetzt sind sicherlich viele Fragen in dir aufgekommen, oder? Ja! Nennt man Menschenhandel in Hogwarts eigentlich Muggelschmuggel? Ich meine Fragen zum Thema Sexualität. Ja, also eine hätte ich da wirklich. Okay, bitte, du kannst mich gerne alles fragen. Also ich will ja bald mit Sascha das erste Mal schlafen. Ich dachte, ihr hattet schon mal. Nur Petting. Er hat meine Nase berührt. Das ist doch schön. Ich habe auch seine berührt. Er ist sogar gekommen. Lief Schnodder aus der Nase. Stell einfach deine Frage, bitte. Wenn Sascha und ich das erste Mal miteinander schlafen, dann platzt ja mein Jungfernhäutchen, ne? Und deine Frage ist... Wenn das platzt, werden meine Eltern dann wach von dem Knall oder... Sie lachen mich also aus. Alles gut. Dauert die Stunde noch lange? Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ich beende den Unterricht, Sandra. Boah, ey. Na. Gehen Sie mir nicht auf die Eier, Herr Meier. Sandra, du bist ein Mädchen, du hast keine Eier. Eierstöcke. Sag mal, du bist dir auch ganz, ganz sicher, dass du mit Sascha noch keinen Verkehr hattest? Um es mit den Worten von Shakespeares Hamlet, Akt 4, Szene 15, Vers 23 zu zitieren. Nein. Bei deinem schlechten Wissensstand solltest du da auch lieber noch ein bisschen mit warten, ja? Verstehe ich nicht. Ich habe doch nicht mal einen Führerschein. Verkehr ist für mich ausgeschlossen. Ich meine auch Geschlechtsverkehr. Muschi ist auf der Straße, oder? Okay. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, Sandra, ja? Das ist noch nicht durch, das Thema. Aber jetzt geh erstmal in die Pause, ja? Endlich! Jetzt werde ich Anastasia und Sina erstmal schön in den Mutterkuchen treten, ey. So, schön in die Pause, ey. Tschüss. Hi, du glaubst nicht, was die mich gerade gefragt hat? Jo, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ein ganz, ganz lieben Dank an die Friedrich-Hebbel-Schule im Westen Mund, wo ich immer drehen darf. Ihr seid wirklich die Besten. Wir sehen uns nächsten Samstag um 12 Uhr bei euch. Da besuche ich euch an der Schule. Freue ich mich sehr drauf. Ansonsten alles Gute. Folgt mir doch gerne mal hier auf meinen Social-Media-Sachen. Da mache ich immer langweiligen Quatsch. Ja, alles Gute, passt auf euch auf und wir sehen uns dann Mittwoch wieder. Da kommt ein neues Video. Bis dann, ciao!